Zur Sache, Schätzchen, können wir jetzt über das Spiel reden. Viel los in den internationalen Stadien in der kommenden Woche und da müssen wir natürlich ran, zum Beispiel auch an den Carabao Cup, der in England ausgespielt wird. Newcastle empfängt Manchester City, also den Trippelsieger der vergangenen Saison. Marcel, was sagst du dazu? Ja, guten Morgen, Carsten. Ich fange doch gleich mal mit einer Gegenfrage an. Warum heißt der Carabao Cup Carabao Cup? Weil er von Carabao gesponsert wird. Sehr gut. Ich dachte schon, er heißt Carabao Cup, weil ja auch ein Wasserbüffel Carabao heißt, ja, ja. Dass es nach dem Wasserbüffel benannt ist. Ja, Professor Schimek hat hier auch noch was zu sagen. Danke, Marcel, dass du bei ihm auch nochmal in die Lehre gegangen bist. Ja, ja. Übrigens auch der Carabao Cup, auch EFL Cup und auch Mickey Mouse Cup genannt. Und Carsten, da gab es auch eine ganz interessante Geschichte, denn Mickey Mouse Cup wird dieser Pokal genannt, weil er einfach der deutlich unwichtigere ist im Vergleich zum FA Cup. Ja, das heißt, viele Mannschaften nehmen diesen Wettbewerb gar nicht sonderlich ernst. Ich dachte, du würdest ihn sponsern als Mickey Maus. Ja, danke. Danke, Carsten. Bitte schön. Immer gerne. Ja, lieber Mickey Maus als Donald Duck Cup. Ja, genau. Wäre von zur Sache, Schätzchen, worden. Können wir jetzt über das Spiel reden. Ja, bitte, bitte. Ja. Nein, ich sage, bei Newcastle gegen Manchester City sind natürlich zwei Mannschaften, die schon auch die Ambition haben, auch in diesem Pokal weit zu kommen. Fakt ist, ich konnte mir vorstellen, dass beide Trainer ein bisschen die Rotationsmaschine anwerfen werden, ja, weil sie einfach auch Doppelbelastung haben, Dreifachbelastung haben mit der Champions League noch dazu. Und es ist die zweite englische Woche in Folge. Ja, nächste Woche folgt dann bereits die dritte englische Woche. Das heißt, das unterstreicht nochmal meine Annahme, dass da wirklich die ein oder andere Änderung personeller Art vorgenommen werden wird. Und sonst muss man trotzdem sagen, City liebt diesen Pokal. Sie haben in den letzten 10 Jahren 6-mal den EFL Cup, den League Cup gewonnen. Und ich glaube, auch diesmal werden sie diese Runde überstehen. Natürlich auswärts bei Newcastle keine leichte Aufgabe, aber ich sage unter dem Strich 1,70. City kommt weiter. Und bin mal gespannt, wie sich das verhalten wird mit den Toren. Ja, am Wochenende haben sie ja gegen Nottingham 2-0 gewonnen. Die Tore fielen beide bereits in den ersten 14 Minuten. Ja, Phil Foden und Erling Haaland. Und dann hat Manchester City ab der 46. Minute nach einer roten Karte gegen Rodri nur noch mit 10 Mann gespielt. Trotzdem sind sie zu 0 geblieben. Und ich gehe mal davon aus, dass City jetzt auch den 9. Pflichtspielsieg in Serie landen wird. Ob der allerdings nach 90 Minuten oder erst im Elfmeterschießen zustande kommen wird, denn Verlängerung gibt es in diesem Carabao Cup nicht, dann gehe ich unter dem Strich auf diese 1,70 für City, kommt in die nächste Runde. So, und wenn ihr ein bisschen Geld verdienen wollt, ganz easy, dann haben wir hier einen unschlagbaren Vorschlag. Registriere dich bei predictor.wettbasis.com, tippe die aktuelle Runde und kassiere tolle Cashpreise. Der FC Chelsea wurde in den späten 90er Jahren sehr von Italienern dominiert, zum Beispiel Vialli oder Gianfranco Zola, die haben da wichtige Rollen gespielt als Spieler und auch als Trainer. Jetzt spielen sie gegen Brighton und da macht ja ein italienischer Trainer, nämlich De Zerbi, richtig von sich reden. Es vergeht auch keine Sendung, wo wir über Brighton reden, in der du nicht mal kurz Roberto De Zerbi ansprichst. Ja, weil alle über ihn reden, sowohl in England als auch in Italien und in Deutschland. Ja, absolut. Und das auch völlig zu Recht. Ja, das soll an der Stelle mal erwähnt sein, denn der macht wirklich hervorragende Arbeit bei Brighton. Jetzt gab es letzten Donnerstag so einen kleinen Rückschlag für Brighton. Ja, sie haben in der Europa League verloren, zu Hause gegen AEK Athen 2-3. Wobei man das auch wieder in die Relation setzen muss, denn Brighton hatte tatsächlich 70% Ballbesitz, ein Expected Goal-Wert von fast 3. Ja, also waren eigentlich die deutlich bessere Mannschaft, die deutlich besseren Chancen, haben aber trotzdem verloren gegen den griechischen Meister aus Athen. Und jetzt gegen Chelsea wartet allerdings wieder ein anderes Spiel, denn da könnte ich mir vorstellen, dass Chelsea ja auch mitspielen will, einfach auch einen Ballbesitz haben will. Dementsprechend liegen die Vorteile meiner Meinung nach wieder bei den Seagulls aus Brighton, denn Chelsea hat in der Liga in 5 Spielen, also vor dem Spiel am heutigen Sonntag, in 5 Spielen erst 5 Punkte geholt, 5 Tore erzielt. Das heißt, da ist nach wie vor sehr viel Sand im Getriebe, sage ich mal so. Und wenn man dazu noch weiß, dass Brighton für Tore steht, für Tore, aber auch für Gegentore, das heißt, in den bisherigen 6 Pflichtspielen fielen immer mindestens 4 Tore in den Partien mit Beteiligung von Brighton, dann sage ich auch diesmal, dass im Pokal mindestens 3 Tore nach 90 Minuten fallen, also über 2,5 zu einer Quote von 1,72. Dann sind wir beim Spiel Brentford gegen Arsenal, also die Gunners im Pokal.
Ja, und da gibt es momentan bei den Gunners so einen kleinen Torwart-Zoff in Anführungsstrichen, beziehungsweise eine klare Konkurrenzsituation, nämlich Aaron Ramsdale und David Raya. Die letzten beiden Spiele vor dem heutigen Sonntag stand David Raya am Tor. Ja, ein bisschen überraschend. Ja, Aaron Ramsdale war nicht verletzt, wurde trotzdem aus dem Tor rausgenommen. Und dann gab es so ein Interview von Mikel Arteta, vom Trainer von Arsenal, der gesagt hat, ja, für ihn sind beide Torhüter ein Stück weit gleich stark, also sinngemäß. Und es könnte durchaus sein, dass er auch mal während des Spiels den Torwart wechselt, wenn er nicht einverstanden ist mit seiner Leistung. Ja, wirklich kuriose Sätze von einem Trainer, der eigentlich immer ja, eine klare Nummer 1 hat, um der Mannschaft ein Stück weit Sicherheit zu geben. Deswegen dahingehend bin ich mal gespannt, wer da im Pokal spielen wird, Ramsdale oder Raya. Fakt ist, Arsenal ist der Favorit, auch wenn Brentford Arsenal zuletzt dreimal schlagen konnte in den vergangenen 7 Partien. Und trotzdem sage ich unter dem Strich 1,88, Arsenal kommt weiter und über 1,5 Tore. Und jetzt gehen wir rüber in die Serie A. Die haben einen Wochenspieltag und da sind wir dann bei Inter Mailand, ja schon auch ein großer Kandidat, ein großer Favorit für die Meisterschaft. Die spielen gegen Sassuolo und Sassuolo hat 4:2 gegen Juventus Turin gewonnen, jetzt am Wochenende. Und das war natürlich schon mal ein Ausrufezeichen. Insofern, warum sollte Sassuolo nicht auch gegen Inter eine Überraschung gelingen? Ja, das ist eine berechtigte Frage, zumal Sassuolo aktuell einen sehr formstarken Stürmer hat, nämlich Andrea Pinamonti, ja, Carsten. Und sollte Italien zur Europameisterschaft kommen, wo ich immer noch ein bisschen vorsichtig bin, dann glaubst du, ob dieser Pinamonti vielleicht eine Rolle spielen könnte als Stürmer? Warum nicht? Denn Mittelstürmer, das ist eine Problemposition schon seit Jahren. Ich würde sogar sagen, fast seit Jahrzehnten. Immobile, ja, in der Nationalmannschaft nie richtig erfolgreich gewesen. Retegi, ja, ein Argentinier, den sie mit italienischem Pass auch gefunden haben. Aber Pinamonti wäre einer, schon seit Jahren die große Hoffnung, hat aber nie den Durchbruch geschafft. Bei Inter ausgebildet, gehört auch noch zu Inter. Ich glaube, der ist ausgeliehen an Sassuolo. Das Spiel darf ich übrigens begleiten. Aber Pinamonti ist einer, auf den man jedenfalls in der kommenden Woche setzen kann. Ja, insbesondere wenn er seine Serie fortführt, denn er hat in den letzten drei Serie A-Spielen viermal getroffen. Das ist wirklich aller Ehren wert. Und ja, bei Inter Mailand, ja, so ein bisschen enttäuschender starten die Champions League-Saison durch dieses 1:1, wobei sie dann natürlich auch kurz vor Schluss erst den Ausgleich machen, dementsprechend wenigstens noch einen Punkt mitnehmen aus San Sebastian. Und ja, Sassuolo hat zwar 6 Punkte aus 5 Partien, also 2 Siege geholt, beide allerdings vor heimischer Kulisse. Auswärts hingegen gab es 2 Niederlagen in 2 Partien. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass Sassuolo in Mailand im San Siro etwas Zählbares mitnehmen wird. Ich sage stattdessen 1,91. Inter Mailand gewinnt mit mindestens 2 Toren Vorsprung. Also Handicap Inter Mailand -1. Lecce sagt euch wahrscheinlich nicht ganz so viel. Lecce ist die Überraschungsmannschaft in der Serie A, liegt in Apulien, noch südlich von Bari. Die Trulli-Dörfer sind da ganz bekannt. Wer sich für Tourismus und Geschichte interessiert, der findet in Lecce mit Sicherheit was. Jedenfalls haben die mehr Punkte als Juventus Turin. Ja? Und das mit einem Etat, mit dem schmalsten Etat der Liga. Und die spielen jetzt bei der alten Dame. An Carsten, weißt du, was ich mit Lecce verbinde? Nein. Mein Kaffee morgens. Das ist Latte. Ja, du bist. Nee, nee, Ja. Kaffee con Lecce. Kaffee con Lecce. Kannst du Ja, mal im das ist. Wörterbuch nachlesen? Ja, das lese ich mal im Wörterbuch nach. Aber Café con Leche ist nicht gut. Ja. Nicht gut in Leche. Gut, nein, kommen wir wieder zum Wichtigen, nämlich zum Sportlichen. Federico Chiesa von Juventus spielt bislang für mich eine gute Saison. Er ist sicherlich auch so einer der Hoffnungsträger der italienischen Nationalmannschaft, wenn er mal fit bleiben sollte, hat ja viel mit Verletzungen zu kämpfen. Steht aktuell aber schon wieder bei 5 Scorerpunkten, also hat 4 Tore selbst erzielt, ein weiteres Tor vorbereitet. Ebenso übrigens wie Vlahovic, auch der hat schon 5 Scorerpunkte, ebenfalls schon 4 Treffer markiert. Und trotzdem ist, denke ich, Juve nicht ganz zufrieden, denn du hast es angesprochen, sie haben 1 Punkt weniger auf dem Konto als Lecce. Lecce 11 Punkte aus 5 Partien, also bislang die größte Überraschungsmannschaft, sind noch ungeschlagen, haben alle 3 Heimspiele bisher gewonnen. Ja, blöd nur, dass sie jetzt auswärts ran müssen, aber auch da gab es immerhin 2 Punkteteilungen.
Und ja, auch Lecce hat einen interessanten Stürmer, nämlich Nikola Kristovic. Ja, der hat in drei seiner letzten vier Serie A-Partien getroffen. Montenegrinischer Nationalspieler hat auch während der Länderspielpause im September für Montenegro getroffen. Das heißt, auch da wirklich ein formstarker Spieler. Und ich glaube schon, dass Lecce Juventus ein Stück weit gefährlich werden kann. Glaube allerdings nicht, dass Lecce 3 Punkte entführen wird. Und deswegen lautet mein Tipp zu einer geringen Quote 1,50, 1x und unter 3,5. Wir gehen weiter nach Spanien und da ist Valencia gegen Real Sociedad San Sebastian unser erstes Spiel. Ja, auch da will ich ganz kurz mal einen Spieler vorstellen, Carsten, den wir vielleicht noch nicht alle auf dem Schirm haben, nämlich Javi Guerra. Ja, das ist ein spanischer U21-Nationalspieler, 20 Jahre alt. Hat in den letzten beiden Partien für Valencia getroffen, insgesamt schon bei 3 Saisontoren. Also wirklich ein ganz interessanter junger Spieler, den Valencia da zur Verfügung hat. Und Valencia ist ordentlich gestartet, 10 Punkte aus 6 Partien. Da kann man durchaus mit zufrieden sein. Real Sociedad, vor dem Sonntagsspiel stehen sie bei 6 Zählern. Das heißt, das ist noch viel Luft nach oben auf jeden Fall. Und ja, ich sage einfach, die Buchmacher gehen davon aus, dass hier wenige Tore fallen. Ich gehe dann einfach mal gegen die Buchmacher und sage, dass in beiden Halbzeiten mindestens ein Treffer passieren wird. Und dafür gibt es dann hier eine hohe Quote von 2,07. Villarreal empfängt Girona. Girona ja durchaus respektabel in die Saison gegangen. Genau, wir haben am Donnerstag bereits über Girona gesprochen mit Miguel Gutierrez. Da hatten sie 13 Punkte aus 5 Spielen, jetzt stehen sie bei 16 Punkten aus 6 Spielen, haben nämlich wieder gewonnen am Wochenende, 5:3 gegen Mallorca, lagen dabei sogar 0-1 hinten, haben dann 5 Tore am Stück erzielt, ja, und haben dann die letzten beiden Gegentreffer erst in der 88. und in der 95. kassiert. Das heißt, wieder ein sehr souveräner Auftritt dieser Mannschaft. Und Savio ist von ihnen momentan das größte Talent. 19 Jahre erst alt, hat zuletzt in 2 Spielen in Folge getroffen. Das heißt, auch da wirklich jemand, den man auf der Rechnung haben kann. Und Villarreal kommt bislang noch nicht wirklich in Schwung, haben 3 Pleiten schon kassiert in der Liga. Dabei insgesamt auch schon 9 Gegentreffer kassiert. Plus auch in der Europa League letzten Donnerstag gegen Panathinaikos Athen 0:2 verloren. Deswegen kleiner Überraschungstipp, 1,78, doppelte Chance x2, Girona punktet bei Villarreal. Ja, du gehst halt mit dem Flow, du gehst mit dem Trend. Mallorca gegen Barcelona. Mallorca, ja, haben wir auch gerade schon erwähnt, Marcel hat es gesagt, schon mit einer Klatsche auch unterwegs. Genau, 5 Gegentreffer kassiert gegen Girona und Barcelona, Carsten. Das war wirklich ein komplett verrücktes Spiel. Die lagen hinten 3-2, zu. ja, in allerletzter Sekunde, ja. Genau, vor allem lagen sie bis zur 76. Minute gegen Celta Vigo 0:2 hinten. Ja, dann haben sie Ja. innerhalb von 8 Minuten das Spiel gedreht. 2 Lewandowski-Tore, ein Cancelo-Tor. Das heißt, 2 ehemalige Bayern-Spieler, die das Ding dann gedreht haben. Und trotzdem sage ich, gegen Mallorca wird Barcelona etwas leichteres Spiel haben, weil, und jetzt kommt eine ganz interessante Statistik, Carsten, Barcelona hat die letzten 11 Pflichtspiele gegen Mallorca allesamt gewonnen. Ja, haben dabei insgesamt nur 5 Gegentreffer kassiert und 8 Mal zu 0 gespielt. Und deswegen auch diesmal 1,65 Sieg Barcelona auf Mallorca. In der Schweiz, da sind wir auch unterwegs und da kommt zunächst das Spiel St. Gallen gegen Young Boys Bern, also die Young Boys, die ja auch in der Champions League gegen Leipzig gespielt haben und knapp verloren haben. Genau, und da gehe ich mal davon aus, dass es ein absolutes Topspiel werden wird, denn sollten die Young Boys Bern am Sonntag ihr Spiel gewinnen, würden sie auf Platz 1 springen im Klassement. St. Gallen wäre dann auf Position 3 zu finden, also wir sprechen da wirklich von einem tabellarischen Spitzenspiel. Und ja, was beide Mannschaften so ein bisschen eint, ist die Tatsache, dass sie sehr offensiv stark sind. Also in der Regel fallen viele Tore, unter anderem auch in 8 der letzten 10 direkten Duelle, wo immer mindestens 3 Tore fielen. Ja, und deswegen ist mein erster Ansatz auf jeden Fall auch diesmal wieder darauf zu setzen, dass mindestens 2 Tore in der regulären Spielzeit fallen, also über 1,5. Und dann glaube ich, dass die Young Boys Bern in St. Gallen auch mindestens einen Punkt mitnehmen als amtierender Meister. Und deswegen 1,75 x2 und über 1,5. Als letztes Spiel gehen wir dann nach Belgien und da haben wir Antwerpen gegen KAA Gent. Und Carsten, jetzt wirklich wieder eine Preisfrage an dich. Was haben Ludovic Ajorg vom FSV Mainz 05 und Vincent Janssen gemeinsam? Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass ich Ajorg gestern interviewt habe. In Augsburg hat ja auch ein Tor geschossen. Was der jetzt mit dem anderen gemeinsam hat, vielleicht haben die am gleichen Tag Geburtstag oder was hast du da herausgefunden? Nein, die haben beide in der laufenden Saison 2 Elfmeter in einem Spiel verschossen. Ja, und das kommt ja jetzt nicht so häufig vor.
Deswegen wollte ich es einfach mal kurz erwähnen, denn Vincent Janssen, der niederländische Stürmer, der schon 5 Saisontore hat in der belgischen Liga, dementsprechend noch relativ weit oben in der Torjägerliste steht, hat tatsächlich 2 Elfmeter verschossen für Antwerpen am Wochenende gegen Molenbeek und das Spiel endete 0:0. Das heißt, hätte er einen dieser beiden Elfmeter getroffen, hätte seine Mannschaft, der amtierende Meister aus Belgien, Antwerpen bereits gewonnen. So war es natürlich ja ein bisschen tragisch, wie das Ganze geendet ist. Und tragisch war auch, wie Antwerpen unter der Woche gegen Barcelona gespielt hat, 0:5. Ich sage, hätte Barcelona in der zweiten Halbzeit nicht noch ein, zwei Gänge runtergeschaltet, wäre es vielleicht auch in Richtung ja, Bayern-Bochum gegangen, also 7-0, 8-0. Und ja, ich sage Antwerpen trotzdem unter dem Strich gegen Gent. Glaube ich, dass Antwerpen als amtierender Meister zu Hause nicht verlieren wird. Das heißt, doppelte Chance 1x. Das Ganze kombiniere ich noch mit dem unter 4,5. Dafür finden wir dann eine Quote von 1,65. Und es sei noch erwähnt, ja, Gent spielt bislang eine gute Saison, haben 14 Punkte aus 6 Spielen geholt, aus den ersten, vor den Spielen am Sonntag. Und Royal Antwerpen hat trotzdem die letzten 6 Pflichtspiele gegen Gent allesamt gewonnen. Deswegen Antwerpen für mich hier dann doch der Favorit. Gut, vielen Dank, Marcello. Wir haben uns wieder gut unterhalten und hier ist dann die Übersicht der Spiele, die wir mit euch besprochen haben wollten. Und der Hinweis, morgen sind wir natürlich wieder mit der Show Weekly am Start und während der ganzen Woche werdet ihr auch aktuell über die NFL versorgt durch unseren Kollegen Boris Montgomery. Also BOMO ist auch wieder am Start. Euch eine schöne Woche.